Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal ein kleines kurzes Video zu Input, also wenn der User was eingeben soll, das ihr dann weiter verarbeiten sollt. Gut, ich habe einfach mal hier die ganzen Funktionen so gelassen, wie es war, und wir haben hier immer noch unsere Main-Funktion, die wir im letzten Video kennengelernt haben. Wird wahrscheinlich ein ziemlich kurzes Video werden. Also, ja, wenn man Input von einem User erfragen möchte, dann tut man das mit der Funktion Input. Wer hätte es gedacht? Und dann kommt hier rein, nach was ihr fragen wollt. Also zum Beispiel, was geht ab? So, und wenn ihr das dann so ausführt, also hier einfach Python de tut und Python. So, und dann hier, die Datei heißt firsttry.py. So, und jetzt habt ihr hier hinten dran die Möglichkeit, einzugeben, was ihr gerne hättet, also sowas wie nix. Und dann bricht das Programm auch schon wieder ab. Das heißt, es wartet da hinten dran, bis ihr was eingegeben habt und dann ist gut. So, jetzt wo verschwindet dieser Input hin? Naja, in eine Variable. Das heißt, wir können das hier zuweisen, wie zum Beispiel eine Variable geht ab. Und die weisen wir diesem Input zu und jetzt können wir die hier unten irgendwie manipulieren oder was weiß ich. Da könnt ihr dann eine Vorschleife schreiben. For s in geht ab, machen wir print s. So. Gut. Wenn wir das jetzt ausführen, dann schreiben wir hier einfach mal nix rein und dann kommt nix ausgegeben. Jeder Buchstabe für sich. Keine Ahnung, was ihr sonst damit machen wollt. Also so könnt ihr halt mit Input arbeiten. Mir ist aufgefallen, dass ich euch das noch gar nicht gezeigt hatte, was ein bisschen doof ist. Gut. Jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Natürlich ist das nicht alles, was man mit Input machen kann. Denn zum Beispiel, wenn ich frage, wie alt bist du? Dann habe ich natürlich das Problem, ich möchte das hier vielleicht in eine Zahl umwandeln. Also sowas wie print ups, in 5 Jahren bist du. Und dann schreiben wir hier hinten dran einfach, wie alt er in 5 Jahren ist, nämlich plus, wie haben wir es genannt? Ja, geht aber ist vielleicht nicht unbedingt die beste Version davon. Alter plus 5. So, und jetzt können wir ja mal gucken, was passiert, wenn wir das machen. Gut, das heißt, ich rufe das hier auf und wie alt bist du? Ja, gut, ich werde jetzt nicht mein echtes Alter eingeben, also sage ich einfach meins 2, 3. Und ich habe nicht gespeichert, ich bin doof. Und zwar richtig doof. So, wie alt bist du? 1, 2, 3. Und dann kriegen wir einen Error. Warum kriegen wir einen Error? Naja, wir können ein Integer-Objekt, beziehungsweise, ja, wir können hier diese Alter plus 5 können wir nicht implizit in String umwandeln, denn 5 ist ein Integer und Alter ist aktuell ein String. Weil wir haben ja gelernt, alles, was wir hier eingeben, kommt als String wieder raus, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass da wirklich eine Zahl drin steht. Und wenn wir jetzt tatsächlich haben wollen, dass da eine Zahl drin steht, dann brauchen wir was anderes. Erstmal lassen wir uns den Typ ausgeben von Alter, indem wir sagen Type. Das ist jetzt wahrscheinlich eklig für die, die wirklich schon objektorientiert programmiert haben. Das macht man eigentlich nicht, sich irgendwie den Typ ausgeben oder sowas. Also normalerweise weiß man den. Aber ja, wir werden den jetzt einfach mal ausgeben und zwar mit der Type-Funktion. Und da packen wir einfach diese Variable Alter rein. Und führen aus und keine Ahnung, 1, 2, 3. So, und dann haben wir hier Class String. Also STR steht für String. Das bedeutet, wir kriegen einen String raus, was wir natürlich nicht wollen. Was wir ja davor eigentlich schon wussten. Was ich euch ja schon gesagt habe. Gut, jetzt wollen wir das Ganze in Integer konvertieren. Und zwar machen wir das wie folgt: Wir nehmen einfach unsere Variable, nämlich Alter, und casten die. Das bedeutet, wir verändern ihren Typ. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das bedeutet, wir wandeln den String, also die Zeichenkette Alter, weil wir sicher sind, dass es unbedingt eine Zahl sein muss, wandeln wir um in ein Integer, also eine Zahl. Für die, die nicht wissen, was ein Integer ist, das ist einfach eine stinknormale Ganzzahl, also keine Komma oder sowas. Also 5,5 geht jetzt hier nicht, aber Ganzzahl halt.
Und damit können wir dann was anfangen. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel vor unserem Print sagen wir Alter 2 gleich int Alter plus 5. Und dann sagen wir hier in 5 Jahren bla 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 und printen hier unser Alter 2 raus. So, und wenn wir das jetzt ausführen, sagen wir 123, kriegen wir immer noch einen Error. Und zwar, warum kriegen wir einen Error? Naja, hier haben wir versucht, einen String und einen Integer zu addieren. Die Addition für Integer bedeutet, wir addieren zwei Zahlen aufeinander. Die Addition für Strings bedeutet, wir hängen die Strings hintereinander. Das heißt, wir haben hier ein Problem, weil das hier ist jetzt eine Zahl addiert sich anders wie eine Zeichenkette. Und deswegen müssen wir das hier wieder zurück umwandeln. Das heißt, wir sagen hier String, also nur fürs Ausgeben jetzt, und dann eine Klammer um Alter 2 drumherum und schon haben wir das Ganze wieder als Zeichenkette. Gut, und wenn wir das jetzt ausführen, sind wir endlich dabei, dass wir sagen können, in 5 Jahren sind wir 128, wenn wir vorher 123 waren. Sehr schön. Ja. So viel zum Hin- und Hermurksen mit irgendwelchen Typen und zum Input-Output. Das braucht ihr dafür leider. Kommt man nicht wirklich drum rum, jedenfalls nicht, wenn ihr Zahlen irgendwie benutzen wollt. Aber was natürlich ein Problem ist, ich zeige es euch auch noch kurz, das habe ich jetzt fast vergessen. Wenn ich jetzt hier ABC eingebe für mein Alter, dann kriege ich nicht irgendwie eine Warnung oder ich kriege einfach gar keinen Output, sondern ich kriege wirklich einen Fehler, weil ich ein ABC nicht umwandeln kann in ein Alter. Und das ist natürlich, also in eine Zahl meine ich damit umwandeln. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, ihr könnt nicht sicher sein, dass das Programm nicht abstürzt, weil der User könnte ja jederzeit, wenn er gerade Bock hat, euch zu trollen, könnte er da einfach einen Buchstaben eingeben und schon haben wir ein Problem. Genauso, wenn er sagt, er möchte sein Alter jetzt exakt angeben, 5,5 Jahre ist er alt, dann haben wir natürlich ein Problem, weil ein Integer unterstützt keine Kommazahlen. Das heißt, euer Skript wird da abstürzen. Ja. Aber ansonsten braucht ihr das wahrscheinlich irgendwann mal. Um jetzt noch etwaigen Verfolgern von Python 2 oder sowas vorzubeugen, wir kriegen hier bei Input tatsächlich einen String raus und keinen Integer. Ich kann es euch gerne mal demonstrieren, wenn ich jetzt hier sage, okay, wir lassen das hier weg, diese Konversion in Integer. Also früher war es so, wenn man Input benutzt hat, dann wurde der direkt konvertiert. Das heißt, wenn man hier eine Zahl eingegeben hat, dann wurde der interpretiert. Und man hat direkt rausbekommen, okay, das ist eine Zahl, das heißt, diese Variable hier ist auch eine Zahl, das heißt, das hier war okay. In Python 3 haben sie das, warum auch immer, abgeschafft, ich zeige es euch gerade mal. Wenn ich jetzt hier nämlich 5 eingib, dann kriege ich einen Fehler, dass mein Integer hier, diese 5, nicht konvertiert werden kann in einen String. Das heißt, wir können die beiden nicht aneinander fügen, was mir eindeutig sagt, dass Alter ein String ist. Also früher, wie gesagt, war es anders. Keine Ahnung, warum sie das zurückgebracht haben. Vielleicht hat es zu viel Leistung geklaut oder was auch immer. Aber nur falls ihr Python 2 kennt, nicht wundern. Gut, deswegen mache ich das gleich mal wieder hin. Und ja, ich glaube, das war's zum Input, was ich euch dazu erzählen möchte erstmal. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.